So. Zu deppert. Na? Wieso? Na. Bist du ja wogeln? So ein Dämpfer drin. Dass das wogeln kann. Geil, da kannst du jedes Mal wieder so sein. Das ist theoretisch jedes Google Maps einstellen, ne? Hm. So. Ton. Nur Ton läuft, Kamera läuft. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ihr versteht es mich. So, ich bin gerade auf dem Heimweg vom zweiten Quote-Service und habe natürlich allerhand Quant mitgenommen. Wir haben jetzt eine Außentemperatur von ca. 12 Grad plus. Service hat man gekostet. Was hat das gekostet? Das hat das da gekostet. Und leider habe ich schon wieder Mängel feststellen müssen. Ich bin dann ein paar Meter zur Tankstelle gefahren. Da sind mir schon mal ein paar Probleme aufgefallen. Zumindest einmal ein gröberes. Das ist der rechte Deckel vom quasi Handschuhfach. Der, oder? Der schaut jetzt so aus. Oder? Also die Laschen da, die ist vorher oben gewesen, ja. Die fällt jetzt da nach dem Service, ja, hat keiner was gesagt, ja. Selbst wenn es unabsichtlich runterbricht, ja, kann ich wenigstens was sagen, ja. Das ist, muss nicht sein. Dann die zwei, so, warte, ich muss noch Gas geben einmal. Also die zwei Laschen da, das haben sie, keine Ahnung, haben sie demontiert gehabt und nicht gescheit aufgemacht.
Muss auch nicht sein, sowas, ja. Was ist gemacht worden? Ich glaube, ein Keil drüben. Ja. Muss jetzt nochmal die Rechnung genau durchschauen. Jedenfalls, ich habe jetzt da. Das steht jetzt seit Dienstag, eineinhalb Wochen, also fast eineinhalb Wochen ist das jetzt da gestanden. In der Werkstatt. Weil angeblich hat das hintere Getriebe ein bisschen Öl verloren. Nicht viel, aber. Sie haben es anscheinend gemerkt. Was ich auch komisch finde, weil bei mir steht das Quad eigentlich immer auf dem gleichen Platz. Und da habe ich noch nie irgendwas festgestellt. Aber okay. Und der eine Schrauben, was da gefüllt hat, da haben sie. Der hätte irgendwie abdichtet gehört, keine Ahnung, das ist beim letzten Mal nicht gemacht worden. Und somit war dort eben ein kleiner Ölverlust. Und der Schrauben ist anscheinend so was Spezielles. Dass die bestellen haben müssen und der erst gestern gekommen ist in die Werkstatt. Somit habe ich es heute erst holen können. Gestern haben wir noch telefoniert. Da hat er mir gesagt, ja, sie haben es gekriegt und normal soll es heute fertig sein. Ja. So, ich muss sagen, ich fahre die Strecken heute das erste Mal in die andere Richtung. Hergekommen bin ich auch auf der Strecke. So schöne Bergstraßen. Das ist ein Bergstraßler. Lustig zum Fahren. Ja, mein Schatz fährt hinter mir. Der hat mich aufgeführt. Ja, ganz vergessen. Dass das Quadfahren hier nicht einfach nur sitzen und lenken ist, sondern dass man ein bisschen was tun haben muss. Also körperliche Anstrengung meine ich damit. Aber das passt schon so. Die letzten zwei Wochen, wo wir jetzt Urlaub waren, ja, das war jetzt nicht so anstrengend, sage ich mal. Wettermäßig muss ich sagen, hätte es im Urlaub einige Male gepasst, dass ich fahren hätte können. Ja, schade drum gewesen. Ich hätte mir eigentlich gedacht, der Service dauert vielleicht einen Tag. Aber nachdem die komische Schrauben gefällt hat, das bestellen haben müssen, hat sich das jetzt ein wenig gezahlt. Ich hoffe, ihr versteht irgendwas. Ich habe mir jetzt da schon. Rückberg zählt man, fahren wir nicht zurück. Ne? Ja, was wollte ich sagen? Sprechanlagen, Freisprechanlagen bzw. Kommunikationssysteme für den Helm. Schaue ich immer ein bisschen herum. Es gibt ja einen Marktführer quasi, also einen großen Namen mit den vier Buchstaben. Und es gibt natürlich auch Alternativen dazu. Ja, wenn man sich Vergleichsvideos anschaut oder Vergleichstests anschaut, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja. Vom Preis abgesehen einmal. Ja. Und ja. Was jetzt momentan aber auch nicht so einfach ist, weil ich muss leider sagen, ich habe in dem Urlaub auch das Service vom Peugeot gemacht. Und das hat leider einiges gekostet, weil die Bremsen zum Erneuern waren. Aber nicht, weil ich so gut bremse immer und so bescheuert fahre, sondern weil ich zu wenig bremse. Ja. Warum ist das so? Der Werkstattchef hat gleich gesagt zu mir, du fährst immer vorausschauend, gell? Ja, natürlich fahre ich vorausschauend. Bin ja ein Berufskraftfahrer. Deshalb bremst man weniger, ja, wenn man vorausschauend fährt. Und somit sind die Bremsen so wenig benutzt worden vom Peugeot, dass sie quasi
fast irgendwie so eingerostet sind und somit von der ja getauscht werden müssen. Und das war natürlich ein großer Punkt, warum das alles ein bisschen teurer geworden ist, ja. Als Service von Peugeot. Das Thermoband ist auch recht geil. Ich habe eine Thermohose gekriegt voriges Jahr von meinem Schatzi und der ist richtig geil. Ich habe unterhalb meine zwei Standardhosen an. Das sind die alten ehemaligen Radfahrerhosen. Und was wollte ich nicht sagen? Genau, die Radfahrerhosen quasi, was ich normal immer anhabe, weil der einfach, ja, da flattert nichts herum, das passt ja so. Und jetzt die Thermohosen drüber, also das ist richtig angenehm, fast sogar schon kuschelig warm bei den Füßen, also das haut hin. Und oberkörpertechnisch habe ich eigentlich mein Heizgelee mitgenommen, nur leider, ich habe zwar die Hauptkabel, muss ich offen laden, habe ich mit, aber einen Verteiler habe ich jetzt nicht mitgehabt. Muss ich kurz schauen, ob die GoPro noch aufnimmt. Schaut gut aus. Eigentlich gebe ich über Pinke vor der Hand von, gell? Ich sehe gerade der Helm, schlägt auch schon an. Der Helm schlägt auch schon an. Ich habe keine Ahnung, wie sie mich versteht. Jedenfalls ist das auch ein Grund, warum ich eher auf ein... Ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Ist das Mikrofon auf der oder was weiß ich. Theoretisch sollte das ja eigentlich funktionieren. Aber es ist im Helm halt auch ziemlich windig. Deshalb ist mit den Audioaufnahmen recht bescheiden, ja. Ja, das ist beim Quadfahren wie beim Autofahren. Ich fahre einfach so vorausschauend, dass ich nichts bremsen brauche. Motorbremswirkung ist sehr gut bei den Geräten. Was ich so weiß, bei meinem halt auf jeden Fall. Wie es bei den anderen ist, weiß ich nicht. Also ich muss sagen, von der Wärme her, wenn ich jetzt noch das Heizgelee unterhalb habe, dann passt das für die Temperatur nochmal super. Ja. Und handschuhtechnisch habe ich mir jetzt auch welche zugelegt.
der thermisch ein bisschen besser aushalten. Und grifftechnisch hoffentlich auch. Der passt nochmal recht gut. Zusätzlich habe ich dann da noch Unterziehhandschuhe. Die könnt ihr dann theoretisch auch noch dazu anziehen, falls echt zu kalt wird. Ja. Aber momentan, obwohl es kühl ist, spielt er gar nichts. Das ist richtig geil. Weil mit den normalen Sommerhandschuhen, da die glaube ich schon wieder abfrieren. Motorradfahrer gerade, ja, der hat sogar, oder hat auch nur angedeutet, aber ich glaube, der hat gegrüßt, oder? Ich habe mir das eigentlich gar nicht richtig angewöhnt, weil die meisten Motorradfahrer grüßen keine Quadfahrer. Das kommt selten vor und so wie wir letztens in einer Gruppe unterwegs waren mit den Wiener Neustädter, da sind auch wieder welche dabei, die grüßen, ja. Also, vielleicht, wenn du in der Gruppe fährst, ist es eher einladender, dass du einen Motorradfahrer kriegst, oder auch nicht. Ja. Keine Ahnung, aber ansonsten anscheinend, ja, was soll's. Na gut. Ich bin bereits im Heimatort wieder gut heil angekommen nach dem zweiten Service. Ja, na gut, in diesem Sinne verabschiede ich mich heute schon von euch wieder. Hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Haben die ja eine gute Motorstaubbremse, ja? Also Motorbremswirkung. Ich weiß nicht, warum ich immer Motorstaubbremsen sage. Beziehungsweise kurze Fix, beziehungsweise.